So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft DNA auf dem Timolia-Server, wie auch immer er heißt. DNA habe ich letzte Zeit oft gespielt, ich habe aber richtig Lust drauf, weil das wirklich Spaß macht. Auch wenn es ein ziemlich simples Spiel ist. Ich kriege jetzt gleich wieder meine Farbe und muss dann den DNA-Strang hochklettern. DNA-Strang, weil es am Ende dann aussieht wie ein DNA-Strang. So, ich habe Farbe Weiß. Wo ist denn Farbe Weiß? Ich sehe meine Farbe nicht. Seht ihr mal meine Farbe? Ah, das ist Blau. Oh. Ach, Blau. Hier ist Blau. Oh. Fängt gut an. Ich habe mich gerade kurz gemutet, weil ich niesen musste wie ein Blöder. So, ich muss eben kurz safen mal. Ich bin ziemlich schlecht, weil ich am Anfang, ich weiß gar nicht, wie ich auf Weiß gekommen bin. Kurzzeitige Farbenblindheit. Oh. Das ist, glaube ich, auch das Hauptproblem daran, dass die Blöcke alle unsichtbar sind am Anfang. Scheiße. Oder beziehungsweise so durchsichtig sind. Vor allem der Block, den ich in der Hand habe. Wenn die anderen nicht durchsichtig, wenn die anderen durchsichtig sind, ist das ja nicht so schlimm. Aber dass der Block, den ich in der Hand halte, so durchsichtig ist, das finde ich scheiße. Das ist nicht mein Block. Das ist mein Block. Nein. Oh Gott. Voll konfus unterwegs. Oh. Okay, wie es aussieht, werde ich nicht wirklich gut sein diese Runde. Weil ich auch meine Blöcke voll selten sehe. Also hatte ich noch nie so ein Problem, meinen Block zu finden. Ist mein Block? Ist das mein Block? Ja. Warum ist der so weit weg? What the fuck? Ich muss, glaube ich, mal wieder safen. Aber erst bei dem da. Oder bei dem hier. Oder bei... Nein. Da habe ich mich jetzt selber wieder überschätzt. Ich neige zur Selbstüberschätzung. Achso, das ist meiner. Der epileptische Block ist meiner. Oh. Ich wollte eigentlich getroffen haben. So, da ist mein nächster. Das war richtig dumm. Okay, ich bin letzter? Nee. Vorletzter. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, ey. So schlecht war ich noch nie in diesem Spielmodus. Ich habe aber auch Pech, dass ich genau hier in der Mitte zwischen drin bin. Ja, ich bin ganz weit unten. So schlecht war ich noch nie. Höhe 9. What the fuck? Also so schlecht war ich wirklich noch nie. Wollen wir hoffen, dass die nächste Runde besser wird. DNA. 60 Sekunden wieder mal, so wie jedes Mal. Das sind aber auch, glaube ich, immer dieselben Leute, die hier spielen. So. Ja, geil. Und dann passiert. Wieso passiert das jedes Mal? Ich verstehe es nicht. Wovon? Macht der Server das von sich aus, weil man selber zu schnell ist, oder? Na, buggst du jetzt wieder? Nee, jetzt gerade buggt er wieder nicht. Ich verstehe es nicht. Und dann bin ich stehen geblieben, weil ich halt dachte, dass er wieder seinen üblichen Bug hat. Ja, dieser hier. Warum buggt das jedes Mal? Ich verstehe es nicht. Ich hasse es. Abgrundtief. Ich hasse es wirklich. Na gut. Aber es geht los. Mal sehen, ob wir diesmal wieder so schnell rum sind in der Runde, weil eben gerade die Runde war wirklich schnell rum. Oh, der Nether. Nether. Ja, das war klar. Bei so einem weit entfernten Block schon, ey. Heute ist, glaube ich, nicht mal ein Jump-and-Run-Tag. Warum habe ich solche Behinderten vor allem immer auf derselben Ebene? Was soll der Scheiß? Der andere ist schon auf 5. Ich kriege immer nur auf der gleichen Ebene die Scheißblöcke. Und der ist schon 5 Blöcke über mir. Na, ich muss mich konzentrieren. Komm. Ein bisschen Konzentration. Dann sichern wir, weil wir eh runterfallen. So ein Viererblock ohne wirklich Anlauf zu springen, das ist fast unmöglich, vor allem für mich.
Ah, das war dumm. So, ich save mal. Oh mein Gott. Ich bin aktuell wieder Zweiter, also jetzt diese Runde läuft besser. Ich bin Erster, was? Na gut, ist doch klar. So. Safen und nicht runterfallen, okay. Ich bin überrascht. Ich bin bei 25, wow. Safen und weiter geht's. Desto höher man kommt und desto mehr Save Points man setzt, desto länger dauert der Timer. Halt, um anderen noch die Chance zu geben, einen einzuholen. Oh, gut, dass ich gesaved habe. Der einzige, der mir noch gefährlich werden kann, ist, glaube ich, Celine. Wobei Lily ist auch nicht schlecht unterwegs. Kann das sein, dass ich mal eine Runde gewinne? Eigentlich ja nicht, ne? Save mal, vorsichtshalber. Ich habe gewonnen! GG! Wieso ist der noch... Achso, jetzt ist er wieder. GG! Ich bin überrascht. Das war das erste Mal, dass ich eine Runde gewinne. Vielleicht kriege ich ja direkt noch eine Runde, sonst wäre das hier das Ende, aber... Na komm, wenn es jetzt in ein paar Sekunden auf 60 geht, dann spiele ich noch. Ja, gut, dann spielen wir noch eine Runde. Ich bin jetzt gerade so im Flow drin. So. Scheiße, ich hasse diesen blauen Sprung. Da sind dieselben wieder dabei. Ne, Celine ist nicht dabei und Lily ist auch nicht dabei, okay. Aber er hier, Stegi-Skin. Ist das nicht? Doch, das ist Stegi, ne? Der ist immer dabei. Den sehe ich in fast jeder Runde, die ich spiele. Wobei, ich weiß nicht, ob es derselbe Name ist oder ob die einfach nur alle den Stegi-Skin anhaben. Fünf, vier... 3, 1, Zündung! So. Wir starten, glaube ich, alle auf derselben Ebene. So, welche Block bin ich? Lila. Ist das hier meins? Nein. Das hier ist meins. Cool. Und was ist mein nächster? Das wäre mein nächster. Schaffe ich eh nicht. Bin wieder viel zu zentral unterwegs. Das gefällt mir so nicht. Ich würde schon gerne weiter außen. Das war dumm. So, erstmal safen. Weiter geht's. Oh, gut, dass ich gesaved habe. Ja, gut, dass ich nochmal gesaved habe. Bin aktuell wieder relativ weit oben.
Zack, zack, zack. Gut, dass ich gesaved habe. Welches ist mein nächster? Der? Also wenn hier jemand mit Farbenblindheit spielt, der hat echt ein Problem. Das ist nicht meiner. Was ist mein Block? Das da. Ich war schon jetzt gerade ein bisschen geistig verwirrt. So, safe mal eben. Ja, hab mir gedacht, gut, dass ich gesaved habe. Wo muss ich hin? Jetzt, das ist jetzt eine Runde, wo ich nicht weit oben lande. Weil ich meine Blöcke ständig nicht sehe. Ich habe eine scheiß Farbe diesmal. Wirklich eine Kackfarbe. Ist nicht angenehm damit zu spielen so. Gut, dass ich gesaved habe. Und die Runde ist vorbei. Ich bin Fünfter. Ist auch nicht schlecht. GG. Gleich natürlich. Danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.